dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und in der heutigen Session geht es um Selbstzweifel und wie wir mit ihnen arbeiten können und sie auflösen können. Denn wir alle kennen sie, diese Selbstzweifel, wir alle haben sie. Und trotzdem haben wir meistens das Gefühl, dass wir ganz alleine wären mit unseren Selbstzweifeln. Und das macht sie dann noch größer. Denn na klar, wenn wir immer meinen, die anderen, die sind selbstsicher in dem, was sie sind und in dem, was sie tun. Aber wir nicht, dann verunsichert uns das natürlich noch mehr. Denn dann fürchten wir die Kritik, die Wertung der anderen, die Kritik derer, die ja alles immer so leicht und so souverän und so perfekt hinbekommen. Wir spüren förmlich ihre kritischen Blicke auf uns und hören ihr vernichtendes Urteil, bevor wir überhaupt losgelegt haben. Wir bremsen uns aus, bevor wir überhaupt losgelaufen sind und bevor wir überhaupt angefangen haben, unsere Idee in die Tat umzusetzen. Und das ist so, so schade. Ja, wir machen uns damit nämlich so viel kleiner, als wir selber sind. Und wir berauben uns unserer Möglichkeiten. Wir verschwenden unser Potenzial. Ja, letztendlich stoppen wir unsere eigene Entwicklung. Und deshalb ist es mir total wichtig, hier zu sagen, hey, wir alle haben Selbstzweifel. Wir alle teilen sie. Vor allem, wenn wir uns entfalten und neue Ideen in die Tat umsetzen möchten. Immer dann, wenn wir wachsen, wenn wir uns mehr ausprobieren, dann wagen wir uns ein Stück weit auf neues und bislang unbekanntes Terrain. Wir verlassen unsere Komfortzone. Wir tun Dinge zum ersten Mal und nein, es gibt dann keine Garantie, dass alles perfekt wird. Aber was ist denn dieses Perfekt überhaupt? Gibt es Perfekt? Ich glaube nicht. Perfekt ist nämlich nur ein einziges Wort. Du bist aber viel, viel mehr. Du bist eine Geschichte. Die Geschichte von jemandem, der wächst. Die Geschichte von jemandem, der wird. Wenn das einzige Ziel perfekt wäre, dann müsste jeder von uns wahrscheinlich jeden Tag immer nur die gleiche Tätigkeit verrichten. Sein Leben lang nichts Neues machen. Denn immer wenn wir etwas Neues tun, probieren wir uns aus und dann müssen wir etwas lernen, erlernen. Dann sind wir nicht gleich perfekt, dann beherrschen wir das nicht gleich. Aber ganz ehrlich, das kann ja nicht wirklich das Ziel vom Leben sein, immer nur das Gleiche zu tun, also immer nur perfekt zu sein. Nein, das Ziel ist es, neugierig zu bleiben, zu lernen, uns inspirieren zu lassen und unserer Inspiration zu folgen, uns zu entfalten in unseren Bedürfnissen und in unseren Wünschen. Und genau dafür werden wir immer wieder unsere Komfortzone verlassen müssen. Müssen hört sich hier ein bisschen hart an, ich sag's mal anders. Dafür dürfen wir unsere Komfortzone immer wieder verlassen. Und außerhalb dieser Komfortzone, da finden wir dann das echte Leben. This is where the juice is. Außerhalb der Komfortzone fühlen wir uns lebendig. Und es gibt ihn zwar nicht, diesen einen Trick, diese eine Übung, die all deine Selbstzweifel für immer verschwinden lässt, aber es gibt eine ganz einfache Orientierung, auf die du dich verlassen kannst. Einen ganz, ganz simplen Rat, den ich vor vielen, vielen Jahren von einem meiner Lehrer bekommen habe. Ja, und der genauso effektiv wie simpel ist. Nämlich, lass deinen Wunsch, dich lebendig zu fühlen, größer sein als deine Zweifel. That's it. Denn du wirst immer und immer wieder an die Punkte kommen, an denen du zweifelst. Aber du wirst diesen Punkt auch immer wieder überwinden, solange dein Wunsch, lebendig zu sein, größer ist als dein Zweifel. Und hey, als ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen habe, da habe ich so sehr gezweifelt.
Darf ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Wovon soll ich denn schon erzählen? Von der Meditation, der Achtsamkeit, der Persönlichkeitsentwicklung? Wirklich? Wer bin ich denn überhaupt, genau davon zu sprechen? Es gibt schließlich Menschen wie meine Lehrer, die sich seit fast 100 Jahren damit auseinandersetzen und ja, praktizieren und studieren. Und da komme ich dann mit meinen paar wenigen Jährchen um die Ecke und will hier irgendwas erzählen. Ja, ich habe gezweifelt und ich bin so dankbar, dass ich es trotzdem gemacht habe. Sicher nicht perfekt. Sicher waren die ersten Folgen ein bisschen holprig. Sicher sind einige auch heute noch ein bisschen holprig. Aber ich bin weitergegangen. Und glaub bitte nicht, dass ich mich jetzt heute vors Mikrofon setze und einfach drauf los erzähle und irgendwelche Lebensweisheiten nur so aus mir rausströmen. Nope, schön wär's. Aber so ist es leider nicht, auch heute nicht. Ich mache mir vor jeder Folge einen Kopf. Ich mache mir vor jeder Folge meine Gedanken, ich bereite mich vor und ich strukturiere mich. Das ist für mich nicht etwas, was einfach so aus mir herauskommt und da ist und wo ich darauf vertraue, dass dann schon die richtigen Worte kommen. Leider nicht. Und auch bei meinem Buch, das ich gerade schreibe, es ist ganz genauso, trotz all der letzten Jahre in der Achtsamkeitsarbeit, in den Workshops, trotz all der Coachings, die ich gegeben habe, den Vorträgen und jetzt ja knapp 90 Podcast-Folgen, zweifle ich. Schon wieder der nächste Schritt, schon wieder raus aus der Komfortzone. Manchmal denke ich beim Buchschreiben, boah, das wird alles super, mega. Und im nächsten Moment kommt mir wirklich jedes einzelne Wort, was ich geschrieben habe, vor wie eine riesengroße Banalität. Und ich weiß, dass ich das aus Marketing-Sicht hier wahrscheinlich gar nicht sagen darf, aber ich mache es trotzdem. Denn Zweifel, Selbstzweifel, die haben nichts mit unserem Können oder der Qualität unserer Leistung zu tun. Sie haben nichts mit dem zu tun, was wir schaffen. Die größten Autoren, die erfolgreichsten Coaches, die überragendsten Künstler, die Wissenschaftler, die neue Erkenntnisse erzielt haben, ja, und die Menschen, die was bewegt haben, sie alle haben Zweifel. Denn genau der Zweifel ist es doch, der sie dazu bringt, Dinge zu hinterfragen, noch ein bisschen tiefer vorzudringen, noch ein Stückchen weiter zu gehen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zweifelst, gut so, Glückwunsch. Zweifel, Selbstzweifel, die sind nichts Schlechtes. Im Gegenteil, wenn du sie richtig nutzt, dann helfen sie dir dabei, deine Ressourcen freizusetzen und über dich hinauszuwachsen. Aber mach dir bewusst, es ist wirklich wichtig, dass deine Zweifel nichts mit deiner Leistung oder deiner Person zu tun haben. Wenn du ein zweifelnder Mensch bist, dann wirst du mir zustimmen, dass Zweifel, vor allem Selbstzweifel, ganz einfach dein Wegbegleiter sind und immer wieder auftauchen. Und es ist okay. Versuch sie nicht zu bekämpfen. Nimm sie an als das, was sie sind, als ein Wegbegleiter. Aber erkenne auch, dass sie nicht ein Teil von dir sind, dass sie nichts mit deiner Leistung oder mit deinem Wert zu tun haben. Meistens sind Selbstzweifel ein Relikt unserer Vergangenheit. Ja, aus unserer Kindheit, in der wir gesagt bekommen haben, wir müssten uns anstrengen, uns richtig benehmen und gute Leistung erbringen. Und dieses Leistungsbild, das zieht sich durch unsere Gesellschaft, durch unsere Leistungsgesellschaft. Und deshalb bedienen wir eben dieses Leistungsbild auch heute noch als Erwachsene. Und vielleicht hast du in deiner Vergangenheit auch negative Erfahrungen in Form von Rückschlägen gemacht oder in Form von wirklich mieser Kritik. Ja? Und das schürt natürlich die Angst, sowas nochmal zu erfahren und sorgt natürlich dafür, dass die Selbstzweifel noch größer werden, selbst wenn die aktuelle Situation überhaupt keinen Anlass dafür bietet.
Deshalb mach dir klar, deine Selbstzweifel haben nichts mit deinem Hier und Jetzt, mit deiner Leistung oder deinem Wert zu tun. Und sie dürfen da sein, solange sie dich nicht abhalten, dich sichtbar zu machen. Solange sie dich nicht davon abhalten, die Dinge auszuprobieren, die du gerne ausprobieren willst. Solange sie dich nicht davon abhalten, das zu tun, was du tun willst. Neue Dinge zu tun, neue Dinge zu lernen, zu wachsen. Ja, übergib den Selbstzweifeln nicht die Führung. Du merkst, dass du den Selbstzweifeln die Führung übergibst, wenn du zum Beispiel zu einem übertriebenen Perfektionismus neigst, ja, an dem du dich dann aufreibst und der dir deine ganze Kraft und letztendlich auch die Freude an der Sache raubt. Und du merkst natürlich auch, dass du den Selbstzweifeln die Führung übergibst, wenn du stillstehst, ja, wenn die Unsicherheit größer wird als die Neugierde. Aber solange du das nicht zulässt, diesen übertriebenen Perfektionismus und dich in deiner Neugierde nicht ausbremsen lässt, hey, ist okay, lass sie da sein, die Selbstzweifel. Die werden immer mal wieder kommen und es ist auch nicht schlimm, die sind keine Bedrohung, solange sie dich nicht davon abhalten, dich lebendig zu fühlen und ja, weiterzugehen, die Dinge trotzdem in die Tat umzusetzen. Und wie geht das? Hier mal ein paar Tipps. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht diesen einen großen Tipp, der alle Selbstzweifel auflöst, ist aber auch, wie gesagt, überhaupt nicht erstrebenswert oder wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, dass wir es trotzdem tun, trotz der Zweifel. Und hier mal ein paar Tipps, die mir geholfen haben. Nummer 1, der Sternstundenrückblick. Schau mal zurück auf dein Leben und auf all das, was du schon erreicht hast. Ja, meistens tun wir nämlich das Gegenteil. Wir lenken unseren Fokus auf all das, was vielleicht nicht so gelaufen ist oder was schief gehen könnte und dreh es mal um. Schau mal auf all deine Erfolgsmomente, die Momente, in denen der Schritt raus aus der Komfortzone dir absolut geglückt ist und dich weitergebracht hat, Momente, in denen du gewachsen bist, in Momente, in denen du mutig warst und die deinem Leben eine neue Richtung gegeben haben. Und es müssen jetzt keine grandiosen Ereignisse sein. Es zählt jeder kleine Erfolg, über den du dich gefreut hast und der für dich wichtig war und der dich hat wachsen lassen und der dich auch stolz gemacht hat. Richte deinen Fokus auf dein Erfolgsgefühl beziehungsweise auf deine Erfolgsgefühle dieser Sternstunden. Ja, deine Erfolgsgefühle, die wirken besonders stark auf dein Unterbewusstsein und relativieren dann letztendlich den Selbstzweifel, der auch in deinem Unterbewusstsein sitzt. Tipp Nummer 2, bitte vergleich dich mit nur einer einzigen Person. Grundsätzlich gilt natürlich, bitte vergleich dich überhaupt nicht mit anderen. Denn wenn wir uns vergleichen, dann tun wir eins. Wir schauen auf die Stärken der anderen und vergleichen sie mit unseren Schwächen. Und das ist ein ziemlich unfairer Vergleich. Es gibt allerdings eine Person, mit der du dich vergleichen solltest, nämlich mit dir selbst. Vergleich dich mit deinem früheren Ich. Frag dich, was konntest du früher nicht, aber hast es inzwischen gelernt? Vor was hattest du früher eventuell Angst, aber traust es dich jetzt? In welchen Bereichen deines Lebens hast du dich genau so entwickelt, wie du es wolltest? Wann bist du Wege eingeschlagen, die du dir gewünscht hast und hast Hürden und Hindernisse überwunden, erfolgreich? Je mehr du dir bewusst machst, was du in deinem Leben schon alles erreicht hast, ja, umso stärker wird dein Selbstbewusstsein und im Gegenzug umso schwächer werden deine Selbstzweifel. Und Tipp Nummer 3, verabschiede dich vom Perfektionismus. Glaub mir, das fällt mir hier selber noch so schwer, diesen Tipp hier auszusprechen, denn ich bin ein absoluter Überperfektionist. Aber weißt du was? Was bringt mir Perfektionismus? Was bringt dir Perfektionismus, wenn er mich oder dich
nur ausbremst, wenn er dazu führt, dass wir letztendlich nichts machen. Na klar, es ist total wichtig, dass das, was wir tun, Hand und Fuß hat. Ja? Zum Beispiel in meiner Arbeit finde ich es essentiell. Ich fände es fatal, wenn ich hier falsche Methoden und falsche Praktiken vermitteln würde. Aber in jeder Arbeit, in jeder Idee, in jedem Vorhaben gibt es auch ganz viele Aspekte, bei denen geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um den eigenen Anspruch, um den persönlichen Geschmack und die eigene Interpretation. Und dank eurer wunderschönen Nachrichten und Bewertungen habe ich zum Beispiel die Gewissheit bekommen, dass sich viele von meiner Art, diesen Podcast aufzunehmen, also von meiner Stimme oder meinen Worten angesprochen fühlen. Aber es gibt da draußen durchaus auch Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ja, die sich vielleicht sogar von jemandem, der über ähnliche Inhalte und Themen spricht, aber die ganz anders rüberbringt, ja, jemand, der andere Worte verwendet und eine andere Art zu sprechen hat, mehr angesprochen fühlen. Und das ist okay, das ist vollkommen okay. Perfekt für jedermann gibt es gar nicht. Das gibt's nicht. Und wenn wir nämlich versuchen, es für alle perfekt zu machen, dann machen wir gar nichts. Also vertrau auf dich. Bleib dir selber treu und schau, okay, was ist wirklich essentiell wichtig, dass es richtig ist? Ja, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel die Praktiken oder die Übungen, die ich vermittle. Und was ist aber Geschmackssache und liegt im Auge des Betrachters? Und genau bei letzterem, bleib dir so treu wie möglich. Hör auf dich. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur eins und das ist deine Art, deine ganz eigene Art und Weise. Und da versuch dich wirklich rein zu entspannen und auf deine Individualität zu vertrauen. Und eins noch, mach dir bewusst, dass du deine Selbstzweifel nicht nur für dich selbst überwindest, dass du nicht nur für dich wächst, dass du nicht nur für dich einen Schritt weiter gehst, sondern du wirst auch andere inspirieren mit dem, was du tust. Du wirst dann vielleicht genau die Motivation sein, die ein anderer braucht, um sich das auch zu trauen, um sich auch zu trauen, die eigene Komfortzone hinter sich zu lassen, sich auszuprobieren, neugierig zu bleiben, zu wachsen, ja letztendlich zu leben. Ja? Sei die Inspiration für andere. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf iTunes hinterlässt. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn du magst, kannst du zum Beispiel bei mir auf Instagram vorbeischauen. Du findest mich unter @sarah.desai und da gibt's auch immer neue Insights, neue Inhalte. Und natürlich freue ich mich auch dort über deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.